Wir drücken Space und wir sind im Hauptmenü. Hallo und herzlich willkommen, der NRWBoy18 hier. Wir spielen ein neues Star Trek Let's Play. Es heißt Star Trek, das Videospiel. Es basiert auf der komplett neuen Crew, die wir ja nur aus den Kinofilmen kennen. Kinofilm 11, 12 und 13. Es ist ein zwar schon recht altes Spiel, aber es kam damals fast zeitgleich mit dem ersten Star Trek Kinofilm hier von dieser Besatzung raus. Also sprich in dem Falle 11. Und ich habe es lange Zeit überhaupt nicht beachtet. Ich hatte es auch lange Zeit nicht. Ich habe es mir jetzt letztens erst neu geholt, weil man mich auch darauf aufmerksam gemacht hatte, nochmal. Und ich es mir damals auch schon angeschaut hatte. Und es war gar nicht so einfach, es zu bekommen. Es vor allen Dingen in Anführungsstrichen Deutsch zu bekommen und dann auch noch hier auf meinem Rechner zum Laufen zu bekommen. Und billig war es auch nicht, das muss man auch mal sagen. Aber ich habe es jetzt endlich. Ich habe auch schon einiges eingestellt, was die Sounds und sowas alles angeht. Das heißt, da können wir jetzt bedenkenlos in ein neues Spiel starten. Und ansonsten, ein bisschen mit der Steuerung habe ich mich vertraut gemacht, aber auch wirklich nur ein Müh. Ich bin gespannt, wie mir das jetzt mit euch hier gelingt. Es ist ein Blind Run für mich. Logischerweise schauen wir mal, in was für Abenteuer wir jetzt hier katapultiert werden. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel und dann hören wir uns gleich wieder. Wobei, wir müssen jetzt hier noch elendig vieles einstellen. Wollen Sie Verbesserungs-EP und Fortschritte zurücksetzen? Ja. Sind Sie sicher, dass Sie im Spiel beginnen würden? Ja. Wir wollen ja mal nicht übertreiben. So, wählen Sie einen Charakter. Wir können uns jetzt hier aussuchen, ob wir mit Spock spielen oder mit Kirk. Und ich finde, Kirk ist halt nun mal der Commander, hätte ich das was gesagt, der Captain hier von der Enterprise, und deswegen spielen wir mit Kirk. Was waghalsig, mutig und clever, oder spielen Sie als Spock? Ah ja, ja, und was ist Spock? Taktisch, präzise und logisch, oder spielen Sie als Kirk? Oh nein, ich werde das doch wohl jetzt nicht zweimal spielen müssen. Wir Kirk. Spielertyp. Öffentlich, Ihre Mission kann jederzeit jemand beitreten. Nein. Niemand kann Ihrer Mission beitreten, es sei denn, Sie laden jemanden ein. Spielen Sie alleine. Ja, ich möchte es mir mal, würde ich sagen, offen halten. So, können Sie hinter Objekten und Deckung gehen, um Schaden... Was? Ambush! Their numbers are overwhelming. Surrender may be our only option. No! Don't give him an inch! Okay, halten Sie zum Zielen. Rechte Maustaste gedrückt, drücken Sie zum Schießen. Linke Maustaste. Von wo kommen Sie denn? Wo sind wir hier überhaupt? Es sieht aus wie Borg-Reifungskammern. Hoppla. Captain, Renee! Was? Warum sehen die beide so böse aufeinander aus? Was geht denn jetzt hier ab? Was? Spocks Quartier. Rückblende. Is your move, Captain? I'm aware of that, Mr. Spock. 8 Stunden zuvor. Damn it! Your choice was valid, Captain, but highly predictable. Predictable? Since when have I ever been predictable? That is precisely why the move was predictable, Captain. Another... Captain, we have received an emergency signal from a nearby space station. Please report to the bridge at once. Shall we finish the game later, or do you concede defeat? You should know me better than that by now, Spock. I never concede. Mhm.
Drücken Sie Q, um Waffen schnell zu wechseln. Das droht. Boah, wer kann so schnell lesen? Bewegen und Kamera. Bewegen, nur sind WASD und Kirks und Spocks Bewegung zu steuern. Drücken Sie. Ja, das ist eigentlich die sehr bekannte Steuerung. Also da ist jetzt nichts Neues. Aber ich möchte mich hier erstmal umschauen und vor allem noch erstmal die Grafik loben. Die ist wirklich hervorragend. Und auch das Ambiente hier von der Enterprise ist wirklich sehr schön umgesetzt. Ich kann mich zwar hier nirgendwo mit der Umgebung irgendwie ein bisschen interagieren, aber das sieht schon mal nicht schlecht aus. Was ist das? Das ist Spocks, Klampfe wollte ich jetzt fast schon sagen. Spocks Musikinstrument, mit dem er immer spielt. Na, wir sind ja auch in seinem Quartier. Hallo, warum rennen wir denn jetzt? Der Tricorder. Halten Sie linke Shift-Taste drückt, um Ihren Tricorder zu benutzen und das aktuelle Ziel anzuzeigen. Achso. Erreichen Sie die Brücke. Da hinten ist die Brücke. Da ist Bock. Okay, ich kann aber... Halten Sie Q, um Spock bewegt sich dorthin. Ja, mache ich. Okay, geht nicht. Was? Achso, ich muss da lang. Drücken Sie Q. Ich drück doch, aber das ist doch eigentlich... Was war das denn jetzt? Ja, okay. Hallo. Wer bist du? Du bist eine grüne Frau? Ja, ich weiß, ich muss da links, aber... Ich guck mich immer hier gerne um. So, die blockieren mich wahrscheinlich, dass ich hier nicht durchkomme. Genau. Okay, also ich glaube, so jemanden habe ich damals auf der Enterprise nie gesehen. Da sind wir doch schon. What's going on down there? The radiation from those binary stars is making communications difficult, but the station appears to be in some sort of distress. Hmm. Check off readings. They're operating on emergency power and are struggling to maintain altitude. Cause? Unknown, sir. Captain, they have issued a request for immediate evacuation. Then let's help them out. Mr. Scott, prepare transporters. I wouldn't recommend it, sir. Those stars are giving off too much interference. Unless we achieve manual lock, we might fry those little guys. Then we'll get them out the old-fashioned way. Prepare my shuttle and meet me in the bay. Aye, aye, sir. Captain, in spite of your seemingly endless desire to stretch your legs, I must remind you that you are still a Starfleet captain. This is clearly a job that Mr. Scott and a few ensigns could handle. But then I'd miss all the fun. Sir, the more prudent choice would be to stay on the Enterprise and wait for a response to our hails. Oh, you're right. Lieutenant Uhura, any response to our hails? None, sir. No, looks like I'm going. Jetzt ist Bock hin und her gerissen. Er kommt mit. Aber ich will mir hier nochmal die Brücke angucken. Die sieht aber mega cool aus. Wie im Film. Ich meine, ich fand die neuen Star Trek-Filme überhaupt nicht gut. Und man hat auch gemerkt, dass halt nicht die alte Crew da Regie geführt hat. Und es ging halt alles nur ums Ballern, um Action und sowas alles. Aber jetzt im Vergleich halt zur Serie, ach zur Serie, zum Film, finde ich das ja wirklich sehr gut umgesetzt. Komm, wir können da sogar auf die Untertassensektion gucken. Boah, ist das geil. Okay, Spock. Wir gehen los. Mit E. Transporter. Warten Sie auf Ihren Partner. Captain, I must insist. You insist? You know what, Mr. Spock? A change of scenery might do you some good, Captain. You come with me. Ah, okay. Your shuttle's ready, Captain. But do you think it's wise to go yourself? I'm sure me and some recruits could handle this. Don't worry, Scotty. We'll be fine. Always makes me nervous when he says that. Ei, ei, ei. Erreichen Sie den Shuttle-Hangar, steigen Sie in den Shuttle. Ein Gabelstapler? Was ist denn das? Gab's das damals, Sidewalker, gab's das damals im Film? Also ich kann mich an alles erinnern, aber nicht an einen Gabelstapler mit gelbem Rundumlicht. Also, was ist denn das bitte? Guck mal, wie viele Shuttles hier wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wie viele Shuttles haben wir bitte hier? So viel hatte die Enterprise überhaupt nicht. Eieiei. Er spricht mit sich selbst. Wir
wie cool. Aber wir haben immer halt den, hoppla, den roten Kreis, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Das finde ich schon mal gut. Was ist jetzt? Oh. Ach, Raumanzug. Okay. Spock will zurück. Oder, ach nee. Okay. Spock, nein, Spock will zurück. Wir müssen weiter. Jo, hier muss ich mal hin. Servus. Da müssen wir rein. Drücken Sie, um das Shuttle zu betreten. Enterprise Shuttle, confirming approach at 5x6. Maintain minimal safe distance. Affirmative, Enterprise. I'm picking up high levels of radiation from two binary stars. A normal space station would have been fried by those two stars by now. What the hell are they doing out there? Captain, the station appears to be outfitted with solar collectors, but they are unlike any I have ever encountered. Mr. Sulu, do you have any clue what an experimental power station would be doing out here in the middle of nowhere? Negative, Captain. Whatever they're doing, Starfleet doesn't have any record of it. Preparing for final approach. Na super. Irgendwas Geheimes wieder. Betäuben Sie Feinde mit Ihrem Phaser, um sie auszuschalten. Okay. Keep the engine running, Mr. Sulu. I don't think we plan on staying on that thing for too long. Aye, Captain. Cool gemacht auf jeden Fall, muss man sagen. So, hier kommt jetzt Atmosphäre rein. Kann ich mich hier schon irgendwo umgucken? Was ist das? Das scheint wohl Raumstation. Hoppla! Shuttle haben wir, okay. Begeben Sie sich zur Dekontamination in die Mitte des Scanners. Okay. Erreichen Sie das Kommandozentrum. Schick Sie. Officer, where is the captain of this station? This way. You must hurry. Hoppla. Damn it. Is this the fun you were afraid you were going to miss, Captain? We need to get everyone out of here right away. Okay. Captain, we must find an alternate route. Very perceptive, Mr. Spock. Da hinten? Hindernisse überwinden. Drücken Sie Space, um zu springen. Wenn Sie dabei wäre, es ist nach vorne, können Sie Objekte überspringen. Ah! Kirk? James? Na, geht doch. Enge Räume. Halten Sie in der Nähe eines Luftschachts E gedrückt, um hineinzusteigen. Okay. Cool. Dass da immer noch so ein Balken losläuft. Ah, ja, wow. Captain, we're picking up some strange readings. There appears to be some sort of anomaly. We kind of have our hands full. Anything we need to worry about right now? The readings are off the charts, sir, but I don't think so. Just keep an eye on it, Mr. Chekhov. Danke. Aye, aye. Danke, 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 danke. Wo ist Spock da? Ups, was war das? Alter, hier explodiert alles. Oh. Okay, Spock. Ach, er macht's wieder eleganter, natürlich. Ich glaube, ich habe die Kommandozentrale entdeckt, oder? Gemeinsam Türen aufstemmen. Halten Sie E gedrückt und drücken Sie dann gemeinsam wiederholt auf E. Gemeinsam? Um im Koop-Modus Türen zu öffnen. Na, aufziehen damit! Auf. Hoppla. He's stuck in there. Let's get him out of there. I believe the door can be hacked from this side. Please, you must be Kirk! Gefangener Vulkanier. Tricorder-Interaktion. Halten Sie linke Shift-Taste gedrückt, um mit Ihrem Tricorder auf das Tastenfeld zu zielen und halten Sie dann E gedrückt, um es zu öffnen. Durch das Halten von Q können Sie Ihren Partner auffordern, das Tastenfeld zu öffnen. Das Halten von Q. Ah, jetzt. Ohne, dass er dabei war. Okay, ja. Was ist los hier?
I am in your debt. Formalities are unnecessary. Please proceed to the shuttle bay for immediate evacuation. Finden wir einen Weg, die Tür zu öffnen. Whoa. Captain, I must mention that many of these crew members appear to be Vulcan. Your point. With fewer than 10,000 Vulcans remaining, I question the logic of placing them on any type of experimental power station. I question putting anybody on this thing, Mr. Spock, Vulcan or not. Agreed, sir. Na, immerhin. So, der Tricorder zeigte Drähte an, die entfernte Objekte verbinden. Folgen Sie von der Tür aus den Drähten, um die Konsole für die Tür zu finden. Ja, die hier war ja klar. So, jetzt E zum Gehen. Signale, was? Ach so, mit, was? Da, ich muss immer das Gleiche finden, okay. Geschafft. Gehen Sie weiter zur Kommandozentrum. Okay, hier kann ich nichts machen. Warum denn nicht? Kann ich das Feuer löschen? Was ist das? Was ist das? Sirach, can you hear me, Father? Was? Helios has been activated ahead of schedule, but we have not finished our testing. It must have been Commodore Daniels doing. He has been pushing us to activate the device, but he does not understand the risks involved. Activating Helios before it is ready could be problematic. Father, please respond. Okay, das schien wohl ein Tricorder so zu sein. Aha, also gibt es hier wieder Objekte, die ich mir... Spock steigt auf den Sitz. Die ich mir angucken kann. Okay, habe ich hier sonst noch irgendwo was vielleicht? Nicht wirklich, nein. Okay, hier draußen. Da vorne, habe ich da noch irgendwas übersehen vielleicht? Aha. Wer bist du? Hallo. Hallo? Er redet nicht mit mir. Warum redest du nicht mit mir? Warum redet er nicht mit mir? Ach, das ist doch scheiße. Hallo, junger Mann. Na egal. Spock kommt auch nicht mit. Ach, ist das herrlich. Hier wackelt alles. Was ist das? Nichts. Na gut, dann gehen wir wohl mal weiter. Seitliche Bewegung. Benutze sie, um sich in einer Kante entlang zu hangeln. Klettern sie, drücken, richten sie Space. Ah, das ist ja cool. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Und jetzt hier rüber? Ja, wie ein Affe. Das ist ja cool. Man kann hochziehen. Jawohl. Sehr schön. Hey Spock, you look like you need a hand. Sir, we need to disable that laser arm. Wie kurz und knackig. Was haben wir denn da? Wieso denn das? Nimm doch mal den Tricorder. Ja, eben. Um ihn zu deaktivieren, genau. Hopp, hopp, hopp. Ist hier noch einer? Da. Anomaly and the failure of this station are most assuredly connected. One catastrophe at a time, Mr. Spock. Na, da kommt er doch. Komm hier hoch, Spock. So, ah, da oben hoch. Dann dahin. Na, ich drück doch Space. Wieso geht das nicht?
Sehr sportlich, der Kirk. Eieiei. Wo ist Spock? Kommt der? Ja, da kommt er. Ja, komm hoch, Spock. Ich gehe schon auf Seite. Sehr schön, das haben wir auch geschafft. Nein. Nee, sonst haben wir hier nichts. Wir machen... Was? Achso, jetzt wieder die Türen. Gemeinsam Tür drücken. Halten Sie E gedrückt. Ja, mache ich doch. Doesn't sound good. Captain, I would not advise stepping into that scanner. No other way around, Spock. Okay. Drücken Sie C. Ah, okay. Wir sind ja wohl in einem Tutorial, sehe ich. Das richtig hier? Ja, ich glaube, das sehe ich richtig. Was haben wir hier noch? Irgendwas zum Scannen vielleicht? Nö. Nö. Was haben wir hier? Was ist das? Was drücken Sie? Ja. Um zu heilen. Ah, das ist ja cool. Ist ja wie bei Star Trek Voyager. Hier, Elite Force. So, was gibt's jetzt hier? Captain Kirk of the USS Enterprise, we have a shuttle ready for your evacuation. While we appreciate your assistance, our captain and many of our top scientists are trapped in the transporter room on the other side of the station. We cannot simply abandon them. Any suggestions, Mr. Spock? If we were able to reach them, Mr. Scott may then be able to obtain a manual lock on our positions. I'm afraid that may prove impossible. All interior passages are blocked. Will the suits hold up out there? With the solar shield failing, direct exposure would mean certain death. Well, I hate certain death. Spock, let's try to avoid direct exposure. Captain, I will offer whatever assistance I can over your communicator, but again, I fear that these efforts... Yeah, yeah, we get it. Certain death. Any other words of advice? Try to live long and prosper. Na danke. Super. Kann ich hier sonst noch was machen? Vor allem, wie ruhig die hier alle stehen. Da explodiert die halbe Station und die stehen hier, als wenn... Ja, ganz normales, alltägliches Geschäft. Na, okay. Wir flitzen mal dahin. Ich habe halt Angst, dass ich hier wieder irgendwas übersehe. Warum schießt der immer? Was soll das? Aha. Siehst du, was ich meine? Das ist was? Sind das einfach nur Punkte? Aha. Ist das jetzt so eine Nebenstory, die jetzt hier läuft? Da kann ich mich, glaube ich, wieder heilen. Kann das sein? Naja, da blickt man nicht rein. Hilfe benötigt. Warten auf den Partner. Was? Drohnen können betäubt und dann gehackt werden, damit sie auf ihrer Seite kämpfen. Bitte was? We should engage mag boots now, sir. The solar collector is failing. We must avoid direct exposure. That suit is gonna melt off your back. Get into cover, Spock. Captain, we should stay in cover until it regenerates. Ach du Scheiße. Wait for it. Go, now. Drücken Sie jetzt... Um zu sprinten, drücken Sie F, während Sie laufen. Okay. Wie gehe ich jetzt aus der Deckung raus? Wie gehe ich denn aus der Deckung raus? Erreichen Sie die Station? Ja, super. Damit nicht. Mit Space auch nicht. Ich verstehe jetzt nicht, wie ich hier aus der Deckung rausgehe. Ach so, auch mit C wahrscheinlich, weil er hockt. Oder auch nicht. Auch nicht mit C. Ja, super, dass ihr mir das hier alle sagt, was ich hier machen muss.
das funktioniert. Das ist toll. Ja, ich kann hier gerade machen, was ich... Ah! Ja, in Deckung. Wie gehe ich denn in Deckung? Ich bin noch dahinter. Drücken Sie, was war das? Drücken Sie linke... Aha. Danke. Spock, du solltest in Deckung gehen. Spock? Er glitscht. Super, Spock ist gleich tot. It's getting hot out here. I am uncertain how much more exposure our suits can handle. Was macht denn da so ein Geräusch? Freunde, ich würde vorschlagen, wir beenden hier unsere erste aufregende Aufnahme und sehen uns gleich in der nächsten wieder. Macht es gut, bis dann. NRW über 18. Adieu.